Und wieder ein Testtag im meistverkauften Elektroauto Deutschlands, dem nagelneuen Renault Zoe. Und heute kümmern wir uns mal um die Fahrstufen. Denn Elektroautos haben ein Problem, die Balance zwischen Bremsen und Gas geben. Kann man nicht klar definieren. Das hat jeder Autofahrer selber im Blut. Beim normalen Auto trittst du halt auf die Bremse, wenn du das langsamer haben möchtest. Beim Elektroauto reicht es ja theoretisch im fließenden Verkehr, wenn man einfach nur vom Gas geht, denn dann bremst das Auto ganz sanft alleine und gewinnt so Energie zurück. Problem aber eben, wie gesagt, je nach Verkehrssituation muss das verschieden stark passieren. Und so gibt es beim neuen Renault Zoe die Möglichkeit, zum einen die Fahrstufen von D auf B zu schalten. Das heißt, in der B-Fahrstufe, die ich jetzt eingeschaltet habe, bremst er etwas stärker als in der D-Fahrstufe. Die ist eher so für die Autobahn gedacht. Und dann gibt es für zäh fließenden Verkehr noch diese Taste hier. Das ist der sogenannte Eco-Modus. Wenn der angeht, bremst das Auto am stärksten. Macht auf der Autobahn keinen Sinn, dann wird man immer langsamer. Aber im Stadtverkehr, wenn man so im Feierabendverkehr nach Hause zuckelt, ist es ideal, weil man muss das Bremspedal fast gar nicht bedienen. Das Auto gewinnt schön Energie zurück und man kann einfach so im zäh fließenden Verkehr dahin gleiten. Das also die Fahrstufen beim neuen Renault Zoe. Am besten, Sie probieren es selber mal aus bei einer Probefahrt.